So, Freunde, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Willkommen zu einer neuen Folge FM23 mit Manchester United. Wir sind wieder zurück nach diesem Supercup-Finale gegen Real Madrid. Ein klasse Spiel, was wir dort gezeigt haben. Und so kann es auf jeden Fall auch in der Liga gerne weitergehen. Ich finde, wir haben als Mannschaft sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat mir sehr gut gefallen, was wir dort gesehen haben. Neuen Jugendspieler entdeckt, Richard Norris, Australier. Ja, rechts, war ein Rechtsaußen wieder, ne? Eigentlich brauchen wir keinen Rechtsaußen, nee. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Rechtsaußen machen soll, ehrlich gesagt. Nochmal zwischendurch, schön, dass ihr alle dabei seid. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, bitte lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, um einfach in Zukunft dann auch nichts mehr zu verpassen. Und ja, wir sind schon sehr stark gewachsen in den letzten Monaten hier auf diesem Kanal. Und ich bin wirklich sehr dankbar und freue mich, dass ihr hier so fleißig die Videos schaut. Man kann es nicht oft genug sagen. Es macht einfach auch sehr viel Spaß, ne? Wenn da Feedback kommt. Wenn ihr fleißig hier zuschaut bei den Videos und bei dieser Mission natürlich hier mit Manchester United, das ist auch was sehr Interessantes, finde ich. Gerade auch, weil wir jetzt auch nicht die krassen Transfers tätigen und einfach auch ein bisschen so Realismus mit reinbringen. Natürlich auch mit der Community, die wir hier mit einbringen in der Jugend, ist das einfach schon eine geile Sache. Vielen, vielen Dank erstmal nochmal dafür. Ich möchte das einfach immer zwischendurch mal erwähnen. Und ja, ich freue mich einfach, dass ihr hier mit dabei seid. Genau, so, da steht das nächste Spiel an in der Liga. Genau, wir müssen jetzt natürlich hier ein bisschen auf die Frische auch schauen. Silver, danach müssen wir gegen die Queen's Park Rangers. Also wir haben erstmal nur Premier League Spiele hier. Ich würde jetzt Jones mal eine Pause geben. Neves einfach mal rein. Vorne bleibt es erstmal alles so. Silva mit Martial wieder im Sturm. Fernandes auf der OM-Position. Da möchte ich erstmal nichts ändern. Auch Tielemans, der jetzt im Pokal nicht so geglänzt hat, bleibt trotzdem erstmal in der Startelf. Wir können ihn ja mal auf rechts stellen. Neves dann auf links. Genau, so werden wir reingehen in dieses Spiel. Wir verlieren das heute nicht. Heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Martial bringt uns in Führung. Zweite Minute. Und macht dort das 2-0 in der siebten. Durch eine Vorlage von Pellegrini. 3-0 Silva. Wow, geil. Nach 15 Minuten führen wir schon mit 3-0. Silva macht auch noch sein zweites Tor. In der 34. zum 4-0. Und mit diesem 4-0 gehen wir schon in die Halbzeitpause. Also das ist schon echt sehr, sehr stark, ne, was wir hier zeigen. Silva hat die gelbe Karte bekommen. Er hat seine zwei Tore gemacht, deswegen nehmen wir ihn jetzt raus. Bringen Martinez vorne, Fernandes rausnehmen für Eriksen. Bei einem Stand von 4-0 geht das schon mal klar, auf jeden Fall, ne? Ganz stark, so haben wir uns das vorgestellt. 60 Minuten gespielt, wechseln wir nochmal aus. Wir haben noch drei Auswechslungen hier über. Malacia vielleicht nochmal für Shaw, ansonsten ändern wir einfach nichts mehr jetzt. Die letzten 20 Minuten laufen, es steht weiterhin 4-0 und jetzt hat sich Eriksen verletzt. Mal gut, dass wir nicht alles ausgewechselt haben hier. Dann werden wir jetzt, Jones kann auch auf der OM-Position spielen. Und das war's. Wir gewinnen dieses Spiel mit 4-0 und zeigen auch hier eine wirklich beeindruckende Partie, muss ich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Beide Stürmer auch wieder getroffen, Martial und Silva. Silva diesmal bester Spieler sogar. Freut mich für ihn auf jeden Fall sehr. Auch Martial, der sich wieder angeboten hat. Und wir steigen hoch auf den ersten Tabellenplatz, meine Freunde. Es ist immer schön zu sehen, dass wir auch da oben mal stehen, auf Platz 1. So muss es eigentlich immer sein, ja? Und ich bin gespannt, ob das auch so weitergeht. Also, ein sehr starkes Spiel gegen die Wanderers, muss ich sagen. Bisaka sehr gut gespielt, 1,5 eine Note. Wow, nice. Tielemans hat ein besseres Spiel gemacht als im Pokal. Zwischendurch war seine Note auch bei einer 1. Pellegrini auch wieder gut gespielt, eine Vorlage gegeben. Bruno Fernandes eine Vorlage, auch wieder ganz stark natürlich. Und ja, ansonsten hinten wieder sehr gut gestanden. Wir haben kein Tor kassiert, können durchaus damit zufrieden sein. Max hat sein Trainingsziel erreicht und das nächste Spiel in der Liga steht an. Infrastruktur, da gucken wir mal eben rein. Flaggenmast müsste mal hier ausgebaut werden, obwohl das ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, ne? Alles andere ist noch neu, aber wir könnten ja auch mal anfangen, langsam die Sachen hier
auszubauen. Nach und nach. Haben wir ja gesagt, dass wir das Geld mehr in die Infrastruktur und die Jugend und so weiter stecken wollen. So, Mannschaft der Woche. Malacia, Tielemans, Martial und Silva. Die werden wir natürlich alle mal loben, wenn es geht. Gut zu sehen, dass wir so in diese Saison hier gestartet sind. Die Reserve gewinnt auch 1-0. Sehr gut, bester Spieler war Mengi. Gucken wir gleich nochmal rein. Martial hat auch sein Trainingsziel erreicht. 6 Punkte auf dem Konto. Auch die ersten beiden Spiele gewonnen. Beide mit 1-0. Jetzt gehen wir nochmal in die Jugend. Da ist soweit alles in Ordnung. Wir warten immer noch auf Frank Henschel hier. Ach, für nächstes Jahr hat der unterschrieben. Wieso denn für nächstes Jahr? Habe ich das falsch angeordnet? Dann habe ich mich da wohl verklickt oder vertan oder wie auch immer. Okay, wir haben jetzt hier 5 auf der zentralen Mittelfeldposition. Wir könnten jetzt noch einen in die erste Mannschaft holen. Ich weiß allerdings nicht, ob das zu viel ist. Oder wir warten erstmal, falls sich da jemand verletzen wird oder so. Dann können wir ja immer noch einen Community-Spieler rüberholen. Marco Weber oder Yannick Kelb. Das sind natürlich dann die Kandidaten, die wir da auch rüberziehen. Ich will jetzt nicht noch einen rüberziehen, der dann gar keine Spielpraxis sammeln kann. Ja, also wir werden hier auf jeden Fall erstmal jetzt Fokus auf Torben Bassfeld legen, dass da die Entwicklung weitergeht. Und dann sehen wir weiter, ne? So, Freunde, wir müssen jetzt nochmal auf die Aufgabenverteilung schauen. Eriksen werden wir erstmal rausnehmen. Bis 26. ist er verletzt. So, die Aufgaben. Und zwar, Eriksen ist aktuell unser Kapitän. Allerdings ist er ja kein Stammspieler, ja? Also ich würde schon dann gerne Pellegrini die Kapitänsbinde übergeben. Erstens, weil er ja einfach eine Stammkraft ist und auch immer spielen soll. Er und Jones auf jeden Fall die beiden, die gesetzt sind im zentralen Mittelfeld. Ja, nach Pellegrini, Rashford ist auch kein Stammspieler. Da würde ich dann schon auch Varane oder Fernandes bevorzugen. Machen wir jetzt mal Varane, dann haben wir einen im zentralen Mittelfeld, vom zentralen Mittelfeld und einen aus der Verteidigung. Und danach würde ich dann Bruno Fernandes dahin packen, als dritter Kapitän sozusagen. So, dann haben wir das nämlich auch geklärt. Elfmeter schießt Fernandes, ja, okay. Freistöße aufs Tor. Rashford, ja, bei dem müssen wir echt mal gucken jetzt, ne? Wie er sich bis zum Winter macht. Und dann werde ich entscheiden, ob wir ihn noch bis Saisonende behalten oder ob wir ihn im Winter verkaufen oder halt den Vertrag verlängern, weil sein Vertrag läuft aus. Da müssen wir wirklich ein Auge drauf haben. Aktuell kommt er natürlich erstmal nicht an Silva und Martial vorbei. Ich möchte die dann auch, wenn die in einer guten Verfassung sind, auch nicht aus der Mannschaft rausnehmen. Ich glaube, das wäre auch fatal, ne? Dritter Spieltag in der Premier League. Wir bleiben sonst unverändert und gehen in das Spiel gegen die Queen's Park Rangers am dritten Spieltag in der Premier League. Geht raus und spielt ordentlichen Fußball. Das ist immer das, was ich der Mannschaft am liebsten sage. Ich hoffe, dass wir auch hier ein gutes Spiel zeigen. Los, jetzt zeigt es Ihnen. Ein bisschen Motivation hier reinbringen. Pellegrini macht kein gutes Spiel. Mal gucken, vielleicht wird es ja in der zweiten Halbzeit besser. Okay, 60. Minute. Da ist immer noch nicht so viel passiert. Wir werden jetzt nochmal Neves bringen für Tielemans. 70. läuft. Immer noch 0-0. Oh, Martinez. Mit dem 1-0 in der 85. Minute bringt er uns hier auf die Siegerstraße. Sehr schön. Vorlage von Diogo Dalot. Das freut mich auch für ihn, dass er hier getroffen hat und quasi zum Matchwinner wird. Wir haben uns ein bisschen schwer getan in dem Spiel, ne? Aber es gibt natürlich auch solche Tage. Wir haben auswärts gespielt, Queen's Park Rangers mit den Fans in im Rücken halt. Und ja, auswärts ist halt auch immer schwieriger zu performen, sage ich mal, ja. Trotzdem, wir haben 3 Punkte mitgenommen. Wir bleiben vorerst auf dem ersten Tabellenplatz. Lassen Newcastle, Chelsea, Arsenal, City alle erstmal hinter uns. Das freut mich auf jeden Fall. Wir sind denen von den Punkten her erstmal ein bisschen voraus. Da machen wir weiter. Norwich ist nach 3 Spieltagen vollkommen verunsichert. Der Verein spielt zum ersten Mal in der Liga und wird noch einiges an Lehrgeld bezahlen müssen. Max erzielt 2 Tore. Die Reserve gewinnt auch 3-1. Und jetzt die Auslosung der Champions League Gruppenphase, Freunde. Da sind wir mal gespannt.
Wir sind im Lostopf 1 mit Atletico Madrid, Benfica Lissabon, Chelsea, Inter Mailand, Paris, Leipzig und Real Madrid. Lostopf 2, Ajax, Arsenal, Barca, Bayern, Porto, Liverpool, City und Neapel. Krasser Topf, ne? Lostopf 3, Monaco, Bergamo, Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Feyenoord Rotterdam, Lazio Rom, Real Sociedad und Sporting Lissabon. Und Lostopf 4 mit Union Berlin. Oh, eine krasse Überraschung, Union Berlin, ne? Kopenhagen, Shakhtar Donetsk, Fenerbahce, Partizan Belgrad, Genk, Warschau und Salzburg. Dann werden wir mal schauen, auf wen wir da treffen in Gruppe A. Wir machen das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Quatsch, in der Gruppenphase, nicht in Gruppe A natürlich. Also, Gruppe A, Real Madrid, City, Lazio, Union Berlin. Na, Union hat natürlich da jetzt ein krasse Lose gezogen, ne? Also, heftig. Also, wenn die da weiterkommen, dann Hut ab auf jeden Fall. Gruppe B, Paris, Arsenal, Real Sociedad und Fenerbahce. Gruppe C, Chelsea, Barca, Lissabon, Belgrad. Und wir sind in Gruppe D, mit Neapel, Leverkusen und Donetsk. Eine ganz gute Gruppe eigentlich, ne? Würde ich mal so behaupten. Gruppe E, Leipzig, Liverpool, Bergamo, Genk. Gruppe F, Mailand, Porto, Rotterdam und Warschau. Gruppe G, treffen aufeinander Atletico Madrid, Bayern München, Glasgow und Salzburg. Und Gruppe H, Lissabon, Amsterdam, Monaco und Kopenhagen. Also ich glaube, Gruppe A ist schon eine sehr starke Gruppe, finde ich. Mit Real, City, Lazio, außer Union, ja, aber auch Gruppe C, Chelsea, Barca, Lissabon. Ja, wir haben eine ganz gute Gruppe eigentlich erreicht, finde ich. Nächstes Spiel gegen Norwich zu Hause. Und es haben wieder ein paar Jugendspieler ihre Trainingsziele erreicht. Da müssen wir auf jeden Fall reingehen. Thorsten hat sein Trainingsziel erreicht. Ich glaube, Alex Ritter. Oh ja. Es geht auch ratzefatze hier, ne? In der Jugend, da muss ich sagen. Also eine sehr schöne Entwicklung. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Die Rechtsaußenleute, die können wir doch eigentlich auch als Stürmer einsetzen. Denn Timo Ritter ist ja ein Torhüter und kein Stürmer, ne? Also das ist, ja, mit den Positionen ist das noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Hier haben wir das Problem mit dem Linksverteidiger, ne? Aber da haben wir halt auch keinen anderen. Machen wir ihn auch als Stürmer, so. Bruno Fernandes verletzt. Oh, bis 6.9. Gut, dann wird natürlich Eriksen von Anfang an auflaufen. Bisaka wird wieder für Dalot in die Mannschaft zurückkehren. Wir werden Busfeld für Jones bringen, von Anfang an diesmal. Und auf links Malacia für Shaw. Ansonsten bleibt alles wie gehabt. Dann gehen wir rein gegen Norwich am vierten Spieltag der Premier League zu Hause. Bin mir total sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Man muss auch mal positiv hier reingehen, ne? Gerade zu Hause muss man mit einer breiten Brust hier antreten. Aber Norwich geht in Führung. Das war irgendwie klar, ne? Ja, so eine Ansprache kann auch riskant sein, ne? 1-1 Pellegrini. Ja, Eriksen natürlich auch nicht mehr der Spieler, der er mal war. Ich meine, er wird auch langsam älter. Trotzdem noch ein guter Spieler, aber halt auch nicht mehr die Klasse, die er vorher mal hatte, ne? Wir werden jetzt Jones da mal bringen auf der OM-Position. Ja, so viel will ich eigentlich gar nicht machen hier, ne? Muss reichen, aber wir wollen natürlich eigentlich hier gewinnen, ne? Martial mit dem 2-1, das ist doch schon mal ein Lichtblick. Und wir können Gott sei Dank dieses 2-1 über die Bühne bringen. Nehmen also die nächsten 3 Punkte mit. Wir haben 4 Spiele, 4 Siege geholt. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Start. Plus das Supercup-Finale gegen Real gewonnen und den ersten Pokal in der Saison geholt. Also besser kann es eigentlich nicht laufen, ja. Nach Rückstand durch Josh Sargent haben wir das Spiel gedreht. Martial und Pellegrini mit den Toren. Martial, bester Mann. Haben wir das Spiel gedreht und nehmen am Ende die 3 Punkte wieder mit. Wir bleiben an der Spitze der Tabelle mit 12 Punkten vor Newcastle, Arsenal, Chelsea, City, Liverpool. Und ja, was gibt's zu sagen, Freunde? Wir sind einfach in einer guten Verfassung, würde ich mal so behaupten, ja? Ich hoffe, dass es so weitergeht. So, Freunde, wir werden nochmal in der Jugend den ein oder anderen Community-Spieler hier einfügen. Und zwar in der A-Jugend den zentralen Mittelfeldspieler
Genau, so, da werden wir jetzt mal gucken, wen wir dort einfügen. Und zwar wird dort Mohamed Eggert seinen Platz finden. Da haben wir das auch erledigt und können weiter dem Geschehen machen. Fünfter Spieltag gegen Fulham. Auch wieder ein Heimspiel. Und jetzt die Top-Transfers. Lucas Hernandez auf Platz 1, 53 Millionen Ablöse hat er uns gekostet. Kam vom FC Bayern München. Auf Platz 2 Jude Bellingham für 146 Millionen vom BVB. Vom BVB zum FC Liverpool. Und auf 3 Thielemans, kam aber ablösefrei. Also wir haben für ihn keine Ablöse bezahlt. Gefolgt von Sancho, Nkunku, die wir verkauft haben. Ich denke, wir haben da wirklich gute Transfers getätigt. Spielerleistungen in der Nationalelf. Eriksen hat ein sehr gutes Spiel gemacht für Dänemark. 2 Tore erzielt. André Silva hat ein Tor gemacht für Portugal. Bringt auch wieder Selbstbewusstsein. Lindelöf mit einem Tor für Schweden. So, die nächsten Spieler, die Trainingsziele erreicht haben. Da passiert auf jeden Fall einiges. Das werde ich hier nach diesem Spiel, werde ich das nochmal in der Jugend alles komplett durchgehen, die ganzen Trainingsziele. Dann werden wir jetzt die Fanartikelproduktion ausbauen. Alles nach und nach werden wir jetzt ausbauen hier, dass wir da auf einem sehr guten Stand sind. Ja, Silva auch für die Nationalmannschaft ein gutes Spiel gemacht. Ist schwierig, ihn rauszunehmen, ne? Bisaka hat sich auf jeden Fall schon mal für eine Vertragsverlängerung angeboten. Spielt ganz gut bisher, muss ich sagen. Hat aktuell auch ein bisschen die Nase vorn auf der Rechtsverteidigerposition. So, die nächsten Spiele der Nationalelf. Eriksen wieder mit 2 Toren hier für Dänemark. Spielt da gut auf, muss ich sagen. Okay, Malacia gutes Spiel gemacht für die Niederlande. Bisaka Trainingsziel erreicht, Spitzenspiel zweite Mannschaft und Fernandes ist auch wieder fit. Und die nächsten Spieler erreichen ihre Trainingsziele. Also man sieht einfach, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, man sieht einfach wirklich erst, wie die Spieler sich entwickeln, wenn man Trainingsziele einstellt. Das ist wirklich, das ist krass. Seitdem wir euch als Community hier eingefügt haben, kommt da wirklich tageweise, dass ihr die Trainingsziele erreicht habt. Und das ist einfach auch geil zu sehen, weil das hat auch viel dann mit der Entwicklung halt zu tun, ne? Philipp Gehl könnten wir mal bringen jetzt für Max, dass er einfach auch mal Spielpraxis sammeln kann. Elmas bringen wir mal für Brockmann. Dann natürlich die erste Mannschaft Bassfeld. Der rote Karte gesperrt. Da wird natürlich Jones wieder von Anfang an agieren. Thielemans geht wieder auf links. Fernandes wieder fit. Wird für Eriksen wieder in die Mannschaft kommen. Silva wird jetzt eine Pause kriegen. Da wird Rashford erstmal beginnen. Und in der Innenverteidigung werden wir auch mal was verändern. Varane mal raus. Hernandez nach Fulham kommt Neapel in der Champions League. Also da würde ich schon gerne mit einem fitten Hernandez reingehen. Deswegen wird da Lindelöf jetzt mal gegen Fulham von Anfang an spielen. Mit Martinez in der Innenverteidigung. Und dann gehen wir so in das Spiel gegen Fulham rein. Am 5. Spieltag in der Premier League, Freunde. Können wir unsere Siegesserie fortführen? Ich bin wirklich gespannt. Pellegrini mit der gelben Karte in der 8. Minute. 1-0 Fernandez. 17. 1-0 zur Halbzeitpause. Sieht ganz gut aus, was wir hier machen. So haben wir uns das vorgestellt. Gehen erstmal unverändert in die zweite Halbzeit. 2-0 Martinez. 3-0 Rashford. Er trifft also auch. Das freut mich doch. So, Pellegrini, bevor er rausfliegt, bringen wir Neves. Toni Martinez für Martial. Noch 10 Minuten reguläre Spielzeit. Wir führen mit 3-0. Und Curtis Jones setzt noch einen drauf zum 4-0 in der 88. Minute. Wir bekommen wieder keinen Gegentreffer. Spielen also auch hier wieder zu 0. Freut mich. Sieht einfach sehr, sehr gut aus, ne? Rashford ein Tor gemacht. Fernandes ein Tor gemacht. Bester Mann wieder 3 Vorlagen gegeben. Jones mit dem Treffer. Martinez mit dem Treffer. Ja, sieht gut aus. 4-0 gewonnen. Wir bleiben auf Platz 1 mit 15 Punkten. Erst ein Gegentor bekommen. Bisher auf jeden Fall mit Newcastle die beste Abwehr. Ja, und mit die meisten Tore erzielt, ne? 5 Spiele, 5 Siege. Was gibt's Besseres? Gut, Freunde, dann sind wir ja auch erstmal hier vor dem Champions League-Spiel in der Gruppe D. Sind wir am Ende erstmal angelangt von dieser Folge. Und hier kann man nochmal sehen,
Nach 5 Spieltagen in der letzten Saison standen wir auf Platz 4 mit 10 Punkten. Da haben wir aus 5 Spielen 3 Siege, 1 Unentschieden und 1 Niederlage geholt. Und jetzt in der Saison aktuell Platz 1, 5 Spiele, 5 Siege und 15 Punkte. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das wird interessant, das erste Gruppenspiel in der Champions League gegen Neapel. Neapel natürlich auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Stehen aktuell auf Platz 1 in der Serie A. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Haben aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, ne? Mal davon abzusehen, ne? Also, es wird ein interessantes Spiel, denke ich. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich werde das jetzt nochmal in der Jugend alles auffrischen, was die Trainingsziele angeht. Und ja, es war doch einfach ein geiler Start. Oder was sagt ihr? Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut.